Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc für Dur. Wir sind on the road, on the hill, besser gesagt, mit der Kröte. Und zwar hier am Eingang von dieser Höhle. Ich hatte im Internet gesehen, es hieß Wikingerhöhle. Ja gut, hier ist ja alles so ein bisschen Wikinger-Stil. Das ist die Höhle. Wir waren hier schon zweimal. Zum ersten Mal, als wir es entdeckt haben. Dann beim zweiten Mal, als ich dachte, wir machen mal diese Höhle. Da hatte ich aber irgendwie vergessen, dass da hinten ja dieses Loch ist. Dieses sehr ominöse Loch, wo ich nicht so genau wusste, was passiert eigentlich, wenn ich da runterfalle. Komme ich da jemals wieder raus? Oh, Laderuckler und noch ein fetter Laderuckler. Ja, wir müssen uns in dieses Loch stürzen. Ich meine, man hätte schon gesehen, dass unten Wasser ist. Und ich weiß natürlich nicht mal, ob man da auch so ohne weiteres wieder rauskommt. Ich habe auf jeden Fall eine Menge Grappling-Hooks dabei. Das seht ihr da unten in dem Schlot. Und ich habe die Kröte dabei. Ich habe eingefroren den Bär dabei. Ich habe auch nochmal einen Scuba-Tank dabei. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt gleich brauchen. Ah, oh, da war aber, das sah aus, als wäre da noch was an. Oh Gott, ist es so dunkel. Licht, bitte. War hier noch was? Irgendwie unter Wasser? Nee, hier ist direkt zu Ende. Okay. Alles klar. Aber da oben war noch so ein Gitterloch. Aber ja, wie hätte ich jetzt da hinkommen sollen? Warte mal kurz. Kann man das von hier besser sehen? Ach, jetzt hängen wir mal wieder unter der Decke. Yeah, wie ich das liebe. Müssen wir mal kurz abwarten. Ich wollte mal gucken, ob man da... Aha. Zu Fuß vielleicht mehr sieht. Da kam ja nochmal Licht von irgendwo. Tja, ich bin gespannt, wie wir hier wieder rauskommen, falls wir hier je wieder rauskommen, aber muss ja eigentlich. Vielleicht kommt man ja auch irgendwie im Meer wieder raus oder so. Das sieht sehr interessant aus, wie so eine tolle alte Kanalisation. Hier liegen ein paar Skelette. Hier soll es ein Artefakt geben. Und ich hatte ja gesagt, wir machen jetzt in jeder... Verdächtig, verdächtig mit dem Türrahmen dahinter. Wir machen jetzt in jeder Folge eine Höhle, bis dann hoffentlich Genesis kommt. Und wenn Genesis 2 dann nicht kommen sollte, ging es hier irgendwo anders noch weiter? Nee, okay. Dann kümmern wir uns aber noch mal ein bisschen um unsere Storyline. Hier ist auch Lava. Mhm. Ja, da kann man ja sicherlich auch noch das eine oder andere machen. Wir bleiben erstmal oben und gucken da, bevor wir uns schon wieder ins Wasser stürzen. Wir hatten ja auch gesehen, dass zum Beispiel in der letzten Höhle, in der wir waren, in der Aberration-Strahlungshöhle, das Artefakt nicht von Anfang an da war. Es kann also durchaus sein, dass angenommen, das wäre jetzt hier zum Beispiel, links oder rechts irgendwo, dass wir das dann gar nicht sehen und vorbeilaufen und es deswegen nicht finden. Wir waren jetzt insgesamt schon in einer Eishöhle, da haben wir ein Artefakt rausgeholt, aber da muss es noch ein zweites geben. Ich habe aber nur eins gefunden, weil das andere auch hinter so einer versteckten Wand ist. Und wir waren in der Redwood-Höhle, da haben wir auch eins rausgeholt, da gibt es auch nur eins. Und wir haben ja schon eine Unterwassertour gemacht, da waren wir auch in diesem Fjördus Herz. Ich glaube, ich weiß es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber ich glaube, das ist die Höhle. Es müsste von den Koordinaten so einigermaßen passen, in der sich ebenfalls nochmal ein Artefakt befindet. Da waren wir ja, ich habe es aber auch nicht gesehen. Das musste am Grund von einem See sein. Vielleicht bei dem See, wo wir an die Elektrophores geraten sind. Weil es ist so wenig vertrauenserweckend. Ach, noch tiefer. Shit. Aua. Oh, da ist die Kiste mit dem Skin. Oh. Der Brustpanzer. Aha. Schön. Ihr seht, ich habe die anderen Dinger nicht ausgerüstet, weil ich die nicht verlieren wollte. Ja, wenn ich jetzt sterbe und irgendwie meine Klamotten verliere, dann wäre ja auch der Skin weg. Ich hätte jetzt keine Lust, hier alle Höhlen nochmal zu machen, deswegen. Yay. Oh nein, lande bitte nicht auf dem Stein. Oh, cool. Okay, da scheint es also wirklich hier unter Wasser rauszugehen, also im Meer. Ich habe ja, wie gesagt, noch einen Scuba-Tank dabei. Kommt man denn hier irgendwo auch wieder nach oben? Aha, Piranhas. Von wo kamen wir? Von da. Da oben geht es aber definitiv auch noch weiter.
Guck mal, da oben geht es nicht weiter. Also hier unten schien es auch noch weiter zu gehen. Da war ja noch jede Menge. Ist jetzt natürlich ein bisschen. Zu weit. Versuchen wir es nochmal. Ich möchte da gerne so nah ran, dass ich mich dahin grabbeln kann. Ist das da unten das Artefakt, was da so gelb leuchtet? Kommt mal her, ihr Piranhas. Wir können ja auch natürlich erstmal. Nee, ist es aber, glaube ich, nicht. Och, der springt ein bisschen zu weit. Der ist zu gut. Ja. Sehr gut. Ey, krass. Aber echt gut, ne? Ich will den jetzt nicht wieder irgendwie einfrieren müssen oder sowas. Warum kann man denn, gibt es denn die Rampe so weit unten? Das ist natürlich Absicht, ist mir schon klar, aber. So, Freundchen, also nochmal. Das war nix. Ein Satz mit X. Mann, dass man das Springen nicht unterbrechen kann, das ist so blöd. Das geht beim Känguru. Warum geht das nicht bei der Kröte? Da drückt man nämlich einfach nochmal auf die Leertaste und dann fällt der einfach geradewegs runter, wie ein Stein. Was ich sehr, sehr praktisch finde. Ach, da oben ist das Artefakt. Na gut, da kommen wir sowieso nicht hin. Aber ich sage ja, ein Glück haben wir uns jetzt hier erstmal eine Weile aufgehalten. Mit Quatsch. Haha. Danke. So komme ich denn. Kann ja einfach mal so gucken. Vielleicht komme ich ja auch so hier irgendwie ran. Tatsache. So ist doof. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich. Mal gucken, was hier noch so ist. Komme ich. Ups. Aha. Okay. Ich hab's verstanden. Blöde Spinnen, die wieder irgendwo im Kra so rumhocken, dass man sie nie sehen kann. Okay, wir müssen den Frosch einfrieren. Ihr Blödviecher, ihr nervt alle so dermaßen. Hoppala, hab ich jetzt gekackt? Ich wollte eigentlich reiten. Ach, guck an. Die sind mir ins Wasser gefolgt. Ihr kleinen Frechdachse. Können wir gleich mal gucken, was die für ein Level so haben. 85, okay. Also wahrscheinlich keine besonders hochleveligen Tiere hier. Und ein Level. Wer hat das? Er hat das. Sehr schön. Ach, knapp daneben. Aber auch knapp daneben ist vorbei, wie wir wissen.
Oh Mann, ey, das ist so doof. Ich will da jetzt nicht rumgreppeln immer. Ich hab doch einen Frosch, ich will da hinspringen können. Yes. Yes. Ups. Ruckel die Ruckel. Na bitte, es geht doch. Warum denn nicht immer einfach mal gleich so? Ja. Ihr seht, man braucht nur Skill. So, okay. Schleck, schleck, schleck. Gerade eben waren es noch zwei. Einer ist irgendwie verschütt. Okay, 150 ist auch noch keine wirkliche Aussage. Weil bis 150 geht es ja hier. Na, dann verschwinde doch. Ja, ich bin gespannt. Müssen wir da unter Wasser wieder raus? Oder geht es hier auch irgendwo raus? Was haben wir denn eigentlich hier für ein Artefakt bekommen? Was ist denn das? Des Jägers. Okay. Weil wenn es hier irgendwie rausgeht, dann geht es ja vielleicht auch noch irgendwie anders wieder rein. Ein Polovia. Hä? Wow, der hat ja einen Knockback. Und jetzt trifft er mich dafür gar nicht mehr. Los. Ne, der hier ist besser. 190, okay. Die Tiere können hier höhere Level haben, wie es scheint. Aber der ist schon blutig. Ich pack dann gleich den Bär aus. Kommt man hier einfach in der anderen Eishöhle raus? Das wäre ja auch witzig. So. Freund Bär. Rouse mit dir. Möff. Ja, komm. Ach, hier, Level. Mhm. Ich habe da drauf geklickt. Es wird mal wieder ignoriert. Ich habe nochmal geklickt. Oh, nee, wirklich. Ich liebe sowas. So. Du bist sicher verstaut. Wir machen mit Winnie weiter. Wir machen mit Winnie weiter. Weh, du passt jetzt hier nicht durch. Es sieht fast aus, als ob man hier wieder dann... Nee, okay, jetzt doch nicht nach draußen kommt. Der hat ja für ihn wieder nur Level 20. Hä? Das ist doch draußen. Das sind doch die Sterne. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Den habe ich noch nie gesehen, den Ausgang. Aber cool. Hier ist irgendwo noch ein Kanu. Das klingt zumindest so. Ja, okay. Geil. Wir sind hier sozusagen auf der Rückseite. Können wir mal kurz die Map aufmachen. Da oben sind wir irgendwo. Nicht schlecht. Da hinten irgendwo im Wasser. Da befindet sich eine Unterwasserhöhle. Aber das wäre ja dann wieder was fürs nächste Mal. Und ich würde mal sagen... Das war recht kurz und schmerzlos. Vielleicht, wenn ich jetzt sowieso schon mal hier bin, mache ich dann einfach die nächste Folge gleich hinterher mit der Wasserhöhle. Cool, da hinten ist der grüne Obelisk. Also man hätte da nicht durch dieses Loch gemusst. Ach, ein Alpha-Karno, wie schön. Wie traumhaft. Ja, tja, das war die Wikingerhöhle, wie ihr gesehen habt. Also mal abgesehen von dem 190er Polovia waren die anderen Tiere drin alle nicht hochlevelig. Man hätte da vielleicht auch noch irgendwie durch die Unterwasserhöhle wieder rauskommen können. Das haben wir uns jetzt tatsächlich nicht angeguckt, weil wir ja jetzt hier rausgekommen sind. Also gut, ich meine, wir können ja auch einfach nochmal reingehen, oder? Gehen wir nochmal rein und gucken wir nochmal, ob man...
Bah. Ob man da unter Wasser, ich meine, da ist ja jetzt nichts mehr. Wir nehmen einfach den Frosch nochmal, packen den Bär wieder ein und den Frosch wieder aus und gucken uns nochmal die Unterwasserpassage an. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal einen weiteren Ausgang. Wäre ist ja nicht uninteressant zu wissen. Gut, dann Frosch wieder raus, Bär wieder rein. Kacken auf den Bär. Ansonsten wäre es, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen sehr kurz, oder? So, ich setze mir das Scooby auf. Und wir gucken einfach mal. Wir wissen ja jetzt, wir kommen hier mit der Kröte raus. Wir gucken einfach mal, was hier unten ist. Wie tief das hier noch runter geht. Und ob es hier vielleicht noch einen Ein-Ausgang oder sonst was gibt. Kamera hatte ich jetzt schon angehabt, ne? Was so ein bisschen fehlt. Das gibt's. Ah! Lass mich, lass mich. Ich bin in die Ecke gedrängt. Was so ein bisschen fehlt, ist, wie ich finde, ein Unterwasserlicht. Also, ja, man kann vielleicht diesen Bergarbeiterhelm nehmen. Das mag vielleicht gehen. Aber so ein richtiges, eine richtig coole Lampe für unter Wasser, dass es da nachts nicht so dunkel ist, gibt es, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, hier ist tatsächlich nichts weiter. Na gut. Na, jetzt sind wir ja einmal rum. Shorty. Na gut, dann ja, mache ich mich halt mit der Kröte wieder auf den Rückweg. Jetzt schon wieder ein Level ab. Wie macht die das nur? Und ich würde allerdings sagen, dass an dieser Stelle die Folge dann ja auch schon wieder zu Ende ist. Wir haben das Artefakt des Jägers aus dieser Lochhöhle. Also im Internet heißt es Wikingerhöhle, aber warum das jetzt mehr oder weniger Wikinger sein soll als das andere, außer vom Eingang her, weiß ich auch nicht. Ja, ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arc 4 Duo. Bis dann, ciao, ciao.